Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die ungarischen Kommunisten haben sich heute nach Berichten aus Budapest für eine neue Bewertung des Ungarnaufstands von 1956 entschieden. Die damalige Revolte, so verständigte sich das Zentralkomitee der Partei, habe als Volksaufstand begonnen und erst später einen konterrevolutionären Charakter angenommen. Bislang waren die Ereignisse von 1956 offiziell als Konterrevolution bezeichnet worden. Zu einem Besuch in die Bundesrepublik hat der Deutsche Gewerkschaftsbund den polnischen Arbeiterführer Wałęsa eingeladen. Nach der Übergabe eines entsprechenden Schreibens an Wałęsa stellte ein Vertreter des DGB-Bundesvorstandes neben ideeller auch praktische Hilfe für die verbotene Gewerkschaftssolidarität in Aussicht. Wałęsa will der Einladung so bald wie möglich nachkommen.